Na dann, machen wir mal Feierabend. Tut mir leid, dass du jetzt auch mehr Stress hast. Mach dir nichts draus für mich. Die extra Meter halten mich fit. Hing das schon hin? Sekunde, warte mal. Bist nicht entlassen. Was machen Sie denn hier? Sollten Sie nicht im Bett sein? Ich habe so eine innere Unruhe. Fühle mich ein wenig aufgekratzt. Moment mal, bluten Sie etwa? Was? Nein, nein. Ich war gerade unten in der Cafeteria. Sie müssen wissen, ich mache gerade eine strenge Saftkur. Ihr Chefkoch Sergei sagte mir jedoch, dass es keinerlei Angebote in dieser Richtung gibt. Dann haben Sie Sergei gegessen? Machen Sie sich jetzt nicht lächerlich. Ich muss sagen, dass mich das nicht begeistert hat. Ich habe mich am Dessertobst bedient und wollte mir selbst einen Saft in seiner Küche machen. Ich selbst habe einen modernen Entsafter in meiner Wohnung. Mir fehlt die Übung im Umgang mit großen Küchenmaschinen. Und ich habe den Mixer unterschätzt. Ist sehr gut. Aber trotzdem, Sie sollten im Bett sein und sich ausruhen. Normalerweise gehe ich um diese Uhrzeit joggen. Das ist nun offensichtlich, da das nun offensichtlich wegfällt, muss ich wenigstens ein paar Mal den Gang hoch und runter laufen. Nur für eine halbe Stunde oder so. Dagegen spricht erstmal nichts. Aber bitte übertreiben Sie es nicht. Legen Sie sich direkt wieder hin, wenn Sie sich komisch fühlen. Nachtschicht prüft gleich mal, ob die Medikamente schon wirken. Verstanden. Oh, weil ich auf der Baut keine Scheiße. Noch kurz an der Cafeteria vorbeischauen und kleinen Snack mitnehmen. Ah, ne, können wir nicht. Sehr schade. Kommen gut in den Feierabend. Sie auch. Müssen Sie noch lange heute? Ein bisschen noch, ja. Dann kommen Sie gut durch. Sehen wir uns morgen auf dem Winterschlaffest? Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Alle meine Träume wären dann erfüllt. Aber wenn ich so schon auf diesen neuen Schichtplan gucke, denke ich, dass wir uns verpassen. Schade, trotzdem, dann viel Spaß morgen. Dir auch, Kleiner. Rudi, was machst du denn hier unten? Wird gleich abgeholt. Ich wollte vorher aber noch einen Snack für Olli besorgen. Er meinte, er hat Bock auf etwas Schokoladiges. Aber die Süßigkeiten im Automaten sehen echt fies aus. Wem sagst du das? Die Chance ist sowieso sehr hoch, dass die Kiste dein Geld schluckt. Echt? Was eine Abzocke. Wo krieg ich denn jetzt etwas Süßes her? Versuch's mal in der Cafeteria. Also Koch Sergei sollte da noch irgendwo rumschleichen. Die Cafeteria hat zwar schon geschlossen, aber ich denke, bei deinem Anliegen macht er eine Ausnahme. Echt? Meinen Sie? Mega, danke. Ich schaue sofort nach. Will das verfolgen? Also mitbekommen. Okay, wir können da nicht mit rein. Wünscht ihm das Beste. Auf den Feierabend. Fast auf den Tresen gesprungen. Hey, Finley. Harter Tag, oder? Das kannst du laut sagen. Hast du Lust mit mir zum Kochen heute Abend? Ja, schon mit Karl verabredet. Okay, vielleicht ein anderes Mal. Ist irgendwie ein bisschen außerhalb des Bildes. Pass auf dich auf, Finny.
Pfützen springen. Im Supermarkt müssen wir uns mit dem treffen. Ich bin mal gespannt, was der Karl so Merkwürdiges vorhat. Ich hoffe, wir bringen uns nicht wieder in Schwierigkeiten mit ihm. Eine schöne Aussicht. Oh, der Laden hat zu. Schade. Ich wollte einen Kaffee. Muss ich morgen mal anrufen. Zur Nachtschicht. Vielleicht hat er bei Nachtschicht auf. War schon. Zum Supermarkt. Achso, wir hätten wohl durch die Ladenstraße laufen sollen. Das wäre jetzt falsch abgewogen. Dann machen wir halt keinen Umweg. Hops, hops, hops. Da geht's zur Ladenstraße. Ich hab's gekonnt. Und so geht's mit ein bisschen Umweg. Lecker. Stuckerie. Frisur. Blumenladen. Nein, jetzt nicht. Wo ist denn der Supermarkt? Hier ist doch der Supermarkt. Ah. Hallöchen. Karl, ich hab dich zuerst gar nicht erkannt. Was soll die Mütze? Psst, ist laut. Ich bin in Kognito unterwegs. Und wozu? Morgen früh bekommt der Supermarkt neue Ware. Und was bedeutet das? Du kommst gerade rechtzeitig. Aber Karl, ist schon soweit? Ich kann dir doch auch Geld leihen. Spende es lieber. Hier im Container ist genug Kram, der einfach weggeschmissen wurde. Ist das legal? Ja. So, so. Jetzt sei nicht so zimperlich, du wolltest mir doch helfen. Ja, aber steig nicht in den Container. Ich hab nur diese Reinjacke. Keine Sorge, du musst dir nicht die Hände schmutzig machen. Du musst nur die Leute ablenken, während ich das gute Zeug raussuche. Und wo du gerade meine Mütze erwähnt hast, ich habe dir auch eine mitgebracht. Wir sind schließlich ein Team. Ach echt? Na toll, da bringt es doch schon wieder in Schwierigkeiten. Oh weia, ist das dein Ernst? Was denn? Du siehst doch spitze aus. Aus dem musst du dir die Aufmerksamkeit von mir ablenken. Wie soll ich das tun? Was weiß ich, du bist doch voller versteckter Talente. Tappe einfach vor den Leuten rum. Das wird schon reichen. Oh Mann. Container. Wir wissen alle, dass Unterhaltung in deinen Adern fließt. Lenke die Person von Karl ab, indem du vor ihnen einen Tanz aufführst. Jede Person zeigt dir, welchen Tanz sie gerne sehen will. Drücke und halte die Taste für den richtigen Tanz, damit die Person zufrieden ist. Manche Personen wollen auch mehrere Tänze sehen. Langsam wird eine Person wütend. Lass das nicht zu oft passieren. Wir hätten kochen gehen sollen mit ihr.
Oh je. Oh je. Wir sind so schlecht. Okay, es war hier. Ich bin so schlecht. Wir sind aufgeflogen. Das war ja mal nix. Das Zeug ist nicht gut, aber besser als nix. Und das willst du jetzt alles essen? Nee, das ist nicht für mich. Wir haben heute Abend zwei Bestellungen. Eine in der Einkaufsstraße, die andere hinten bei dem alten Tunnel. Also quasi bei dir in der Ecke. Lass uns die Bestellung schnell abliefern. Es ist ganz schön knackig Geld. Was ist mit dem Hut? Was soll damit sein? Kann ich ihn wieder abnehmen? Nein, wir sind doch noch nicht fertig. Das ist dein Lieferhut. Sonst erkennt uns doch niemand. Na schön. Verdammt. Schenke die gestohlenen Lebensmittel. Also in Deutschland ist das illegal, weiß ich. Weiß nicht, wo wir hier spielen, ob das dann bis in den USA spielt oder wo. In der Fantasiewelt vielleicht. In Deutschland wäre es illegal. Die finde die Figur. Hey Ruben, gut, dass ich dich treffe. Wieso bist du noch draußen? Es wird langsam kälter. Lass mich in Ruhe, du Batzenschwälzer. Was lungert ihr beide hier rum? Und was soll ich lächerlich, soll lächerliche Verkleidung? Das frage ich mich auch. Hey, begrüßt man so junge, noch motivierte Lieferburschen? Pa. Ich habe eine Tüte Nahrungsmittel für dich. Kannst du behalten. Ich brauche euren Fraß nicht. Komm schon, alter Knacker. Ich weiß, dass du es gebrauchen kannst. Und du musst dich viel und gesund ernähren. Der Winter kommt und dein Immunsystem ist nicht mehr das, was es mal war. Ist auch eine Packung Backpflaumen dabei. Da stehst du doch drauf. Na schön, gib schon her. Siehst du, lass es dir schmecken. Ich versuche dir nächste Woche mal was zu bringen. Einverstanden? Ja, ja. Finny, lass uns weiter. Wir haben noch eine Bestellung. Na, Bestellungen sind das irgendwie nicht. Er wollte sie nicht mal nehmen. So, auf in die Richtung. Geben wir der Sekte jetzt ab. Sekte im Tunnel. Oh, hallo. Alfio, mein Bester. Mein Niefergehilfe und ich haben dir was mitgebracht. Ach, für Alfio ist das. Danke, Leute. Das ist wirklich nett von euch. Auch wenn die Ausbeute wohl diesmal nicht so groß war. Tut mir leid, Alfio. Wir hatten ein paar Komplikationen bei der Beschaffung der Ware. Schon okay, ich teile es mir einfach etwas ein. Die schimmelige Mandarine sollte ich aber vielleicht wegwerfen. Danke nochmal. Ich hoffe, ich bin bei der nächsten Lieferung nochmal dabei. Klar, Alter, dann gibt's wieder besseres Zeug, versprochen. Aber denk dran, du musst nochmal ins Krankenhaus kommen, ja? Mir fehlt doch nichts, bin fit.
Ich weiß, wie es deinen Beinen geht, Alfio. Versprich mir bitte, dass du vorbeikommst. Krieg ich sonst doch kein Essen? Quatsch, alles deins. Denk bitte trotzdem darüber nach. Ich überleg's mir. Okay, mein Bester. Pass auf dich auf, ja? Finny? Hm? Wir sind durch für heute. Ab in die Falle. Gute Arbeit. Mach's gut, Alfio. Bis die Tage. Schlaf mal gut, ihr zu. Die Hüte stehen euch übrigens erste Sahne. Hihi. Tragen wir den jetzt noch weiter. Elflo hat schon recht. Was meinst du? Dass uns die Hüte stehen, habe ich doch gesagt. Du hast einfach ein gut Gesicht. Ich meine, dass du echt ein guter bist. Ach, Firlefanz. Ich helfe nur aus, wenn sich jemand nichts zu schnabulieren leisten kann. Da ist nichts dabei. Trotzdem, es hat mir auch irgendwie Spaß gemacht. Das ist doch super. Dir fehlt aber eindeutig noch ein bisschen Übung in der Sache. Vielleicht solltest du auch mal eine Tanzschule besuchen. Ich werde es mir überlegen. Verdrücke mich, ich will morgen fit sein. Hab schon richtig Bock. Winterschlaffest. Wir sehen uns doch hoffentlich da. Ja klar, das erste Winterschlaffest lasse ich mir doch nicht entgehen. Ich habe allerdings Nachtschicht. Ich kann da also nicht so lange. Machen wir das Beste draus. Bis morgen. Finny, du bist ein super Lieferhilfe. Wir machen das bestimmt mal wieder. Schlaf gut. Dafür, dass ich heute so abgekackt habe. Ist aber zu gütig. Wow, ich habe ewig nicht mehr so geschlafen. Mein Körper hat das vermutlich mal gebraucht. Keine wilden Träume, keine Gewitter. Einfach nur schlafen. Wer da? Ich komme ja schon. Finlayo! Wo sind Schlaffest? Danke, das wünsche ich dir auch. Oh Mann, ich bin schon super aufgeregt. Und ich bin viel zu spät dran mit allem. Die Vorbereitungen dieses Jahr waren echt knackig. Was musst du denn tun? Na was denn? Was denkst du denn? Ich bin natürlich für die exquisite Deko verantwortlich. Du wirst begeistert sein. Es ist schon schön geworden. Ich war gestern in der Nähe und dachte, ich hole dich ab. Würde dir gerne noch etwas zeigen. Danach können wir zusammen zum Marktplatz gehen. Klingt gut. Ja, ich kann es kaum erwarten. Ja, herzhaften guten Morgen, mein Freund. Gute Laune? Absolut. Ich habe dank euch einen guten, gut gefühlten Mann. Und freue mich über den Tag. Kommst du gleich zum Winterschlaffest? Ich glaube lieber nicht du. Keine Lust? Was hat mit Lust nichts zu tun? Aber ich fühle mich etwas unwohl unter so vielen Leuten. Okay. Wie auch immer, fühl dich nicht zu nichts gezwungen. Wenn du doch kommen magst, freue ich mich darauf, dich zu sehen. Ich schlafe nochmal darüber. Was ist heute? Wollt sie mir auf dieser Seite was zeigen, oder? Hallo, Frau Ucker. Na, Finny, wie sieht's aus? Muss bei dir?
Muss Post zu Susi hat mir vorhin einen Brief vorbeigebracht. Meine Schwester geht es nicht gut. Oh, das tut mir leid. Sie hat Geldprobleme und hat mich gefragt, ob sie zeitweise zu mir ziehen kann. Leider wohne ich nur in einem Einzimmer-Wohnwagen drüben in Sandalwood. Leider ist sie die anstrengendste Person, die ich kenne. Verstehe. Hast du ihr schon geantwortet? Ja, sie kommt in 3 Stunden mit dem Zug an. Ach, du nimmst sie also doch auf. Ich will die Frauke sein, die ihrer Schwester in der Not hilft. Auch wenn wir uns zoffen. Wenn zwei Zweige zusammenhalten, dann haben sie bestimmt eine Chance gegen den Strom. Mensch, finden. Ein echter Flussgedanke. Ja, oder? Recht hast du. Ein Flusskäse, lerne von zwei Seiten. Achievement. Wenn es zu anstrengend wird, ziehe ich einfach ganz hier an den Fluss. Okay. Da haben wir sie jetzt mitgenommen. Das würde uns, glaube ich, was in einer anderen Richtung zeigen. Man muss doch Frauke besuchen. Dann mal auf zum Winterschlaffest. Oder wo auch immer sie mich jetzt entführen will. Diese Buslinie entfällt heute aufgrund aktueller Anlässe. Was für eine Überraschung. Sollen wir hier lang, oder? Ich weiß nicht, sie hat gesagt, sie würden uns noch was zeigen, aber. Da bist du ja wieder, Grünschnabel. Glück, dass du diesen grässlichen Hut abgelegt hast. Das sah dämlich aus. Na, herzlichen Dank. Ah, es gibt sogar extra Postkarten für das Winterfest. Eieiei. Alles okay? Ja, nein, ich bin nervös. Was ist denn los? Chloe nimmt heute am Eintopfwettbewerb teil. Ist doch gut, ich drücke ihr die Daumen. Ja, das ist gut. Die Daumen drücken, das Papier von der Rolle nehmen. Die Füllerkappen prüfen, die Kasse abschließen, das Licht ausmachen. Ich glaube, ich habe an alles gedacht. Und das ist okay. Ich denke schon. Heute ist ein wichtiger Tag für Chloe. Sie wird einen Titel beim Eintopfwettbewerb verteidigen. Es muss alles perfekt sein. Ich freue mich schon zu probieren. Wir sehen uns dann da. Ja, sicher. Tada! Schön, oder? Hab ich extra für heute gemacht. Oh, du hast den Fleck wirklich nicht entfernt? Wo denkst du hin? Schau doch, wie schön. Wie findest du dein Meisterwerk? Mein Meisterwerk? Das hast du doch gemalt. Naja, du hast ihm im Wesentlichen dazu beigetragen. Das macht es zu einem kooperativen Kunstwerk. Fast schon zu Performance-Kunst. Heißt, ich werde an den Erlösen beteiligt. Das müssen wir dann noch aushandeln. Ich kann das Werk schließlich nicht einfach so verkaufen. Wenn du emotional daran hängst, wenn mein Laden physikalisch daran hängt. Oh. Stimmt. Ja, das wollte ich dir zeigen. Aber wo du schon mal hier bist, komm doch kurz mal mit in meinen Laden. Da wartet noch eine Überraschung auf dich. Noch eine finden Figur.
Aufräumparty. Aufräumparty. Ist das die zweite Überraschung? Ja, hehe. Guck dir mal meinen Laden an. Die ganze Nacht habe ich geschuftet und gebastelt. Und du bist doch nett. Du bist so lieb und hilfst mir. Dann kommen wir ganz schnell aufs Winterschlaffest. Na schön. Hurra! Bitte sei so lieb und hilf mir dabei, den Boden sauber zu bekommen. Los geht's. Na komm. Tu mir den Gefallen. Wie sieht's aus bei dir? Ich bin fertig. Suppiduppi, das ging doch ratzfatz. Wollen wir dann endlich los? Ich bin schon bereit, hier heute reingestolpert. Ja, auf zum Marktplatz, auf zum Mitternachtsfest. Das kann ja nur großartig werden. Warte, wir laufen. Wir laufen. Ich habe eine Medaille an. Wir laufen da durch. Dann auf zum Marktplatz. Die Einkaufsstraße ist wie ausgestorben. Klar, es wird ja auch Zeit. Es ist gleich schon dunkel und niemand will etwas verpassen. Wir sollten uns auch beeilen. Ich habe Nachtschicht. Das heißt, kann ich da nur ein paar Minuten drauf sein, oder? Wie schade. Muss ja gleich wieder weiter. Die Spätschicht habe. Immer lustig, dass man da so rüber hüpfen muss. Guck mal, kennst du den Wald dort hinten? Das ist der Perlnebelwald. Ja, tatsächlich, nach unserer Tour würde ich den überall erkennen. Ja, ich weiß, was du meinst. Der Wald ist was Besonderes. Auf zum Winterschlaffest. Oh, hallo. Na, können wir nicht reden? Wärme und Gemütlichkeit für dich. Sagt man das so? Noch nicht. Aber ich will diese Begrüßung für das Winterschlaffest etablieren. Klingt doch feierlich, meinst du nicht? Lass mich in Ruhe feiern, Knirps. Ja, siehst du nicht, dass wir hier feiern? Genau feiern. Das sieht gut aus. Heidrich, sind Sie auch hier? Aber selbstredend. Ich verpasse kein Winterschlaffest. Die Gemeinschaft kommt zuerst. Die Wirtschaft wird angekurbelt. Ein fantastischer Tag. Nicht zu schweigen von meiner Teilnahme am Eintopfwettbewerb. Sie kochen gerne? Kochen entspannt, kochen sättigt. Kochen hat einen guten, sinnigen Zweck. Also ja, ich koche gerne. Finde ich gut. Ich werde sie natürlich auch anfeuern. Auch wenn meine Kollegin Mia meine Favoritin ist. Sicherlich, sicherlich. Sie sollten stets zu ihrer Belegschaft stehen. Und am Ende gewinnt nicht die Anfeuerung, sondern der Eintopf. Ich freue mich auf einen guten Wettkampf. Viel Erfolg. Danke, danke. Und ein freudiges Winterschlaffest. Ihnen auch. Du läufst da ein bisschen, läufst dagegen den Kollegen. Morgen wird geklotzt, heute wird gefeiert. Wusstest du, dass heute Winterschlaffest ist? Toll, oder? Ich will unbedingt heute eine Haselnusskerze machen. Eine richtig große. Hast du schon mal eine Haselnusskerze gemacht? Der Kollege wacht dort ein bisschen in das. Hallo, graue Blüte. Und grau was? Schon okay. Oh, Karl, wie ist die Lage? Bestens, hier gibt's Kakao mit Schuss.
Okay, aber sonst auch besser denn je. Ich habe endlich Zeit, über die wichtigen Dinge des Lebens nachzudenken. Wie Kakao mit Schuss. Hahaha. Ich habe sogar richtig ausgeschlafen heute. Das war so nötig. Ich gehe hier nicht weg, bis alle Stände leer gefuttert und alle Fässer leer getrunken sind. Wusstest du, dass Mia heute beim Eintopfwettbewerb mitmacht? Ach was. Kein Witz. Kein Witz. Unsere Mia wird dieses Jahr zum Eintopf-Champ. Die olle Colbert kann einpacken mit ihrer Pampe. Hahaha. Darauf gönne ich mir doch mal ein. Ich brauche schließlich eine gute Grundlage, bevor ich mir als Eintopf in mich reinschaufle. Funktioniert das nicht eigentlich andersherum? Ach, bla bla. Was fragst du mich? Ich bin schließlich kein Arzt. Stimmt, hehe. Du bist viel kompetenter als jeder Arzt. Ich wünschte, ich hätte heute keine Nachtschicht. Verzage nicht, mein kleiner Finley-Freund. Mein Finno-Finno-Finno-Finley-Freund. Du und ich, wir feiern heute. Hahaha. Ich fühle mich super. Hast du eigentlich Giano gesehen? Noch nicht. Der wollte heute sein extra schaumiges Craft-Bier ausschenken. Ich gehe den Lump mal suchen. Ich bekomme Durst. Bis später, Übeltäter. Hey, Giano. Kann man jemanden, wo man hier was zu trinken bekommt? Weg ist er. Thank you.